Hey, willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einem neuen Roleplay des Tages. Und heute mit einem meiner persönlichen Favoriten und einem, das auch von euch ganz, ganz oft gewünscht wurde, und zwar der freundliche Axtmörder aus der Nachbarschaft. Entgegen meiner Erwartungen war diese Folge ganz besonders aufwendig, deswegen habe ich es jetzt die letzte Woche gar nicht geschafft, irgendwelche anderen Let's Plays hochzuladen. Ich hoffe, dass die nächste Woche da wieder ein bisschen besser ausschauen wird, aber das kommt mir auch ganz gelegen, weil dann kann ich jetzt hier nochmal kurz was Wichtiges ansprechen. Für diejenigen, die die letzten Podcast-Folgen gehört haben, die werden vielleicht mitbekommen haben, dass ich dort mal ein bisschen darüber erzählt habe, dass die ganzen Minecraft-Kurzfilme und anderen Filmprojekte, die ich so in den letzten Jahren auf YouTube gemacht habe, sich niemals über die Werbeeinnahmen über YouTube refinanziert haben. Und deswegen kamen in den letzten Jahren auch immer weniger Kurzfilme, weil sie zwar totale Herzensprojekte sind, aber anders als bei Let's Plays eben keine Projekte, durch die ich am Ende des Monats mein Geld verdiene. Jetzt mache ich beides wahnsinnig gerne, Let's Plays und Filme, aber gerade Filme würde ich noch gerne viel, viel mehr und öfter machen. Und deswegen möchte ich euch heute auf meinen Patreon-Account aufmerksam machen. Patreon ist eine Plattform, auf der man Kunstschaffende quasi monatlich abonniert und dadurch finanziell unterstützen kann. Also quasi sowas wie ein Twitch-Abo. Im Gegenzug gibt es ein paar Extras, wie zum Beispiel einen speziellen Rang auf meinem Community-Discord, eine Erwähnung als Filmproduzent in den Credits von Kurzfilmen oder für diejenigen, die wirklich ganz, ganz viel Geld haben, ein von mir gezeichnetes Filmposter im Minecraft-Stil, das dann in den zukünftigen Filmprojekten im Hintergrund zu sehen sein wird. Da durfte ich auch schon ein paar machen und deswegen nochmal vielen, vielen Dank hier an dieser Stelle an alle, denen ich einen Filmposter basteln durfte. Was es bei allen Rängen gibt, ist der Zugang zu meinen Blogbeiträgen. Da haue ich immer mal wieder Teaser raus, zeige euch, woran ich momentan arbeite. Aktuell zum Beispiel Captain Pineapple, dem Adventskalender, der dieses Jahr kommt, wieder mit Paluten, Sturmwaffel. Letztes Jahr habt ihr ja schon die ersten Folgen im besten Fall gesehen. Aber auch kleine Behind-the-Scenes und Making-ofs und kleine Erklärungen, wie genau ich was gemacht habe. Und in Zukunft auch die ein oder andere Umfrage, bei der ihr dann teilnehmen könnt und entscheiden könnt, in was für eine Richtung vielleicht ein Kurzfilm geht. Ich bin wirklich jedem dankbar, dem meine Arbeit vielleicht in Zukunft den ein oder anderen Euro wert sein wird. Deswegen schaut einfach mal jetzt in der Videobeschreibung, da habe ich euch alles verlinkt. Vielen, vielen Dank auch an die bisherigen Patreons, die hier auch am Ende des Videos nochmal namentlich erwähnt werden. Und jetzt viel Spaß, Leute, mit einem neuen Roleplay des Tages. Roleplay des Tages! Ja, Leute, ey, wenn ihr den Podcast jetzt hier gerade hört, dann bin ich in den Bergen. Oh, die Kühe draußen, Bergi. Was passiert, wenn der Axtmörder kommt? Wie verteidige ich mich denn da? Ich würde es einfach hinnehmen. Soll ich dann irgendwie eine Waffe mitnehmen? Weil ich muss mich ja verteidigen, der hat scheinbar eine Axt. Spielen wir es durch. Ja, okay, du bist der kranke Axtmörder, oder? Natürlich, was sonst? Okay, es ist schon abends. Ja, es ist 3 Uhr nachts. Das ist 3 Uhr nachts, okay. Draußen hörst du nur so ein bisschen die Grillen zirpen. Du machst gerade überall das Licht aus, willst dich ins Bett begeben? Nee, ich schlafe ja, 3 Uhr nachts schlafe ich schon. Ich liege im Bett. Ach, du schläfst schon. Okay. Hallo? Ja, ist jemand wach? Können Sie kurz aufmachen, bitte? Nee! Ich hatte eine Autopanne. Ich müsste dringend einmal telefonieren. Ja, das ist mir doch egal! Bitte, es ist ganz schrecklich kalt. Ich hab kein Handy! Kein Anruf unter dieser Nummer! Mann, dass du wegkommst, du Arsch! Alles klar, ich gehe. Tschüss! Ist das schon der Axtmörder? Hallo? Ja, ich ersetze das Fenster. Lassen Sie nicht beunruhigen. Ich muss nur kurz telefonieren. Sagen Sie mal, was soll der Scheiß? Schönen guten Tag, hallo. Ich möchte mich erstmal... Ich habe hier ein Messer in der Hand. Ja, bleiben Sie... Küchenmesser. Lassen Sie sich nicht verunsichern. Hallo, ich stelle mich erstmal kurz vor. Klaus Peters, mein Name. Ich bin hier der örtliche Axtmörder und ich müsste wirklich ganz dringend telefonieren. Ich komme gerade von einem Auftrag. Ja, aber warten Sie. Nee, das ist ja scheiße. Sie sind der Axtmörder und ich bin der... Ich habe ein Küchenmesser. Ich schneide Ihnen hier die Hand ab. Moment mal.
Jetzt kommen Sie mir mal nicht so aggressiv hier rüber. Seit wann ist denn der scheiß Axtmörder so höflich? Die sind gerade hier eingebrochen, Mann. Jetzt ist hier Durchzug. Was ist denn los mit Ihnen? Ich habe wirklich einen sehr, sehr stressigen Mord gerade hinter mir, ja? Die hat wirklich sich immens gewehrt. Das war super stressig, ja? Ich dachte, ich gehe heute Abend los, ermorde wieder ein paar Teenies, irgendwie beim Autokino. Und plötzlich ist es so ein Hinack hier. Ich habe gar keinen Bock, sie zu töten. Ich bin eigentlich ein friedliebender Mensch, ja? Ich habe hier eine Metzgerei um die Ecke. Die Leute, ich bin angesehener hier Dorfbewohner. Ist auch gut. Beruhigen Sie sich. Hier ist mein Handy. Vielen Dank. Ja, bitte. Hier. Ja, hi. Hier ist Klaus. Grüß dich. Ja, genau, der Axtmörder. Du, ich komme gerade von einem Auftrag. Ich habe eine Autopanne gehabt hier oben in den Bergen, bei diesem Chalet hier. Glücklicherweise habe ich noch mein extrem geschärftes Katana dabei. Genau. Was soll das denn? Warum kann denn der Kopf noch reden? Jetzt ist ja mein Arm abgeschlagen. Ach so. Was soll das denn? Ja, was? Ja, ich hab einen Katana. Ja, aber warum denn? Sie sind hier drin. Ich hab jetzt hier freie. Oh, jetzt aber zack. Jetzt auch noch den anderen Arm. Ich wollte auch nur telefonieren. Wie sieht denn das aus, Mann? Ich habe morgen einen Fototermin. Mann, ich habe doch jetzt eine riesige Werbeanzeige im Stadtanzeiger. Na toll, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Ja, zu Recht. Naja, jetzt ist auch egal. Du bist ein Mörder, Patrick. Ich hoffe, also das ist... Also wenn das so... Weißt du, da kommt ein total friedliebender Mensch bei dir ins Chalet, weißt du, und dann flippst du so aus und tötest den. Du bist bei mir eingebrochen, Alter. Ja, aber ich war ein Mann in Not. Ich habe ein neues Katana gehabt. Das wollte ich mal ausprobieren. Patrick, das ist schon wirklich... Ei. Ich kollabiere gleich.